Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Co. aus Hamburg. Willkommen zurück. Wir starten in das zweite Osterserienwochenende und ich habe euch heute eine etwas aufwendigere Karte mitgebracht. Ursprünglich war diese Serie ja als Kartenserie mit Musik geplant und da waren die Karten recht einfach, aber als ich mich dann entschieden habe, ein bisschen umfangreicher und mit gesprochenem Wort diese Serie zu machen, ist dann eine etwas aufwendigere Karte für die Fortgeschrittenen entstanden und ich habe hier hauptsächlich mit zwei Produktpaketen gearbeitet und zwar, es bietet sich an, natürlich die Hasengrüße. Wie gesagt, die Bestände halten nicht mehr ewig, dann wird die Stanze insbesondere und auch das Bundle damit auf den Status nicht bestellbar gehen. Es wird wieder bestellbar sein, aber es wird eine ganze Weile nicht verfügbar sein. Und da sind wir schon beim Thema, nicht verfügbar im Moment. Ich hoffe, dass es bald wieder kommt oder bald wieder bestellbar ist, ist das Produktpaket Kuchen ist die Antwort. Ich sehe gerade, ich habe hier die englische Variante erwischt. Ich habe auch noch die deutsche, die werde ich mir gleich mal holen, weil mit der habe ich hier noch gar nicht gestempelt. Nee. Und das sind die beiden Produktpakete, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich habe mir gedacht, zu Ostern esse ich oder backe ich auch sehr gerne mal einen Rüblikuchen. Und dann machen wir doch einfach mal eine Rüblitorte da draus. Zu Ostern. Passt doch ganz gut. Und damit fangen wir auch schon an. Ich habe als Materialpaket ein bisschen Papier vorbereitet. Und zwar, unsere Grundkarte ist wieder Farbkarton Flüsterweiß, extra stark. Den habe ich zugeschnitten auf 11,5 Inch mal 4,1 Inch, 5,75 Inch gefaltet. Das kennt ihr, Zentimetermaße sind eingeblendet. Dann habe ich ein Stück Farbkarton Mango Gelb. Das bietet sich ja für Möhren geradezu an. Sieht ein bisschen aus wie Möhrenbrei für Babys, egal. Keine Bilder im Kopf. Der ist zugeschnitten auf 5,38 Inch mal 3,75 Inch Zentimetermaße. Habt ihr in der Infobox. Und dann habe ich noch ein Stück Lindgrün. Und zwar 5,25 Inch mal 3,58 Inch. Und damit fangen wir an, weil den prägen wir uns als erstes. Ihr seht, da ist der Hintergrund ein bisschen geprägt, damit er nicht ganz so langweilig ist. Dazu muss ich mir erstmal ein bisschen Platz machen hier. Weil ja meine Big Shot hier auch Platz braucht. Dann habe ich schon so einen großen Arbeitsplatz hier. Reicht aber noch nicht. So, ich habe hier aufliegen die Grundplatte. Die Auflegeplatte legen wir weg. Wir brauchen auch nur eine Acrylplatte, weil wir nämlich mit der Tiefenprägeform, Blätterrelief heißt sie, glaube ich, arbeiten. Und das ist ja so eine spezielle Prägeform. Und da brauchen wir bloß eine Acrylplatte. Und das ziehen wir uns einmal durch die Big Shot durch. Und können dann schon mal die magnetische Platte auflegen. Dann stanzen wir nämlich gleich mal weiter. Da brauchen wir dann unsere Stanzplatte. Und dann habe ich hier noch mal ein Stück flüsterweißen Farbkarton und die bestickten Etiketten. Ihr wisst, ich mag die unheimlich gerne. Da nehme ich mir, das ist auch wirklich vielseitig einsetzbar, hier dieses Hauptetikett einmal raus. Stanzt mir das aus flüsterweißem Farbkarton. Ich habe hier auch den extra starken wieder genommen. Aus. Oh, gehen wir mal nochmal durch. Meine Big Shot hier hat ja bekanntlich nicht ganz so viel Druck. Das bürsten wir uns einmal hier raus. Und was nicht mit rausgebürstet ist, das pükern wir uns da einfach nochmal mit raus. So, alle rausgepult. Und was wir jetzt noch hätten vorher machen können, ist, wenn wir die Big Shot hier eh schon mal stehen haben, ich habe ja hier noch diesen kleinen Ostergruß und den stempeln wir uns mal eben noch. Hier habe ich ihn auf Safrangelb gestempelt, aber ich habe gedacht, ein bisschen stimmiger wäre es ja, wenn wir ihn auf Mangogelb stempeln. Und dazu gibt es in den klitzekleinen Grüßen auch ein frohes Ostern. Manchmal versteckt sich das ja auch. Aber die sind halt wirklich klitzeklein. Dann nehme ich mir Espresso. Das ist eine schöne dunkle Farbe. Und jetzt muss ich gar nicht darauf achten, ob das wirklich besonders gerade ist, weil das stanzen wir uns jetzt eh noch aus.
In den bestickten Etiketten gibt es nämlich auch dieses Etikett. Und da passt das Frohe Ostern ganz genau rein. Wie dafür gemacht. Perfekt. Wenn ihr übrigens mein Outfit in den nächsten Videos öfter seht, liegt das daran, dass ich heute einen kleinen Videomarathon hier starte, damit ich so ein paar Sachen schon im Kasten habe, die ich dann nur noch veröffentlichen muss, beziehungsweise nur noch schneiden muss. So, womit machen wir weiter? Ein bisschen Schnickeldief im Hintergrund. Unser Etikett kommt ja hier in die Mitte, das heißt, ich fixiere mir die Bänder, die ich da gleich raufsetze, einmal mit ein bisschen Abreißklebeband. Nur zur Fixierung ist das da. Das sieht nämlich nachher kein Mensch mehr. Und als Bänder habe ich genommen das Ombreband in Limette. Das passt jetzt nicht hundertprozentig zu Lindgrün, aber ich finde, gerade zu Ostern darf es dann auch diese unterschiedlichen Grüntöne geben, weil die Natur erwacht jetzt gerade erst und da ist halt auch nicht alles in einem Einheitsgrün. So, einfach so ein bisschen über Kreuz. Dann habe ich das Paillettenband, das Mini-Paillettenband in Silber. Auch da schneide ich mir zwei Stückchen ab, die so etwa die Länge von der Auflegekarte haben. Da kann ich mir jetzt nochmal, ich befestige das gleich anders, es geht mir nur erstmal darum, dass es so ein bisschen fixiert wenigstens ist. Sonst fliegt mir das ja durch die Gegend hier. Und das will ich nicht. Und jetzt kommt meine Wunderwaffe, mein Tacker. Heißkleber und Tacker, da stehe ich total drauf. So. Fertig. Das sieht gleich kein Mensch. Das heißt, wir können das hier schon mal aufkleben. Dann haben wir auch nicht mehr so viel Einzelteile hier rumfliegen. Damit schnell in jede Ecke und in die Mitte, damit die Torte da auch gleich noch ein bisschen Stabilität in der Mitte hat und die Karte nicht so ganz nach innen einfällt, ne? So, druff da, Einzelteile beseitigt. Dann können wir auch das schon aufkleben. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Und dann kommen wir zur Dekoration. Da habe ich jetzt ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß, und zwar den dünnen, weil darauf lässt es sich am besten stempeln und kolorieren. Und wir brauchen natürlich unser Stempelset. Kuchen ist die Antwort. Und da habe ich jetzt mir mal das Deutsche geholt, weil mit dem hatte ich auch schon gestempelt. Wir brauchen die Torte, wir brauchen den Tortenständer und aus dem Set sonst nicht mehr. So. Die Torte stempel ich mir in grüner Apfel. Sie sollte auch richtig rum hier drauf sein. Und den Tortenständer in Espresso, da könnt ihr auch Schiefergrau nehmen, je nachdem. Ich nehme jetzt hier Espresso, damit ich nicht so viele Farben reinkriege. Mit Espresso haben wir schon gearbeitet. Und
Wir machen hier auch gleich weiter. Ich stanze mir das erstmal aus mit der Tortenstanzform. Ich hätte es auch erst kolorieren können und dann ausstanzen. Ja, so what. Es ging mir nur darum, weil ich ja jetzt noch aus dem Hasengrüße den Hasenkopf und die kleine Schleife nehme ich mir auch noch raus. Den Hasenkopf stempel ich jetzt auch noch mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So ein bisschen von links nach schräg. Ah ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Jo, so zum Beispiel, mit ein bisschen zu viel Druck. Egal, was soll der Geiz. Und das Schleifchen stempel ich mir auf ein Stück Kirschblüte, ist das, glaube ich. Ihr könnt auch Blütenrosa nehmen, überhaupt kein Thema. Was wir dann noch brauchen, sind die kleinen Möhren. Weil es ist ja eine Rüblitorte. Und die stempel ich mir nochmal in grüner Apfel. Ich will immer Gartengrün sagen. Ich weiß nicht warum, aber nee, auf weiß. Jo. Die müssen wir auch gleich ausschneiden. Da haben wir leider keine Stanze für. So, hier haben wir unsere Torte. Das müssen wir ausschneiden. Dann haben wir hier noch unseren Hasenkopf. So, und jetzt kolorieren wir. Und für die Koloration habe ich ein paar Stampin' Blends mir hierher gelegt. Ich habe immer die Kombipacks, weil ich finde es sinnvoll, sich die Kombipacks zu holen, als immer nur hell oder dunkel. Und dann kann man ein bisschen mehr kombinieren, auch wenn man es jetzt für die Torte vielleicht nicht braucht. Ich habe hier Blindgrün, ich habe grüner Apfel, Kürbisgelb, Savanne und noch Elfenbein. Und Elfenbein habe ich für die Füllung der Torte zum Beispiel als Creme, Buttercreme zum Beispiel. Buttercremetorte, eisgekühlt, yummy. Und mit Elfenbein koloriere ich mir hier auch gleich noch diesen Tortenständer. So, weil grün so schön ist, kriegt er auch noch eine grüne Manschette. Die Füllung von dem Kuchen koloriere ich mir in Lindgrün. Dann kriege ich das einfach noch ein bisschen mehr Grün-Touch. Aber diese Maserung bleibt halt auch noch erhalten vom Stempelabdruck. So. Das schneiden wir gleich aus. Und für den Hasenkopf nehme ich jetzt Savanne. Helle und noch ein bisschen von dem Dunklen. Nee, Quatsch, das ist Elfenbein. Ups, vergriffen. Ist nicht so schlimm. Und das kann man dann nachher noch mal ein bisschen mit dem hellen Savanne so ein bisschen blenden. Farben ineinander blenden. Wenn das trocken ist, sieht das dann nachher super aus. So, und wo habe ich jetzt meine Rüblis? Hier, da machen wir gar nicht viel Federlesen. Da nehmen wir einfach grüner Apfel fürs Laub. Und Kürbisgelb, logischerweise für die Möhre. Ich schwöre bei meiner Möhre, dass ich für immer dir gehöre.
Wer kennt den Spruch auch? So. Jetzt schnappen wir uns die Schere und schneiden die Möhrchen und diese kleine Schleife fix aus. Wer kann sich übrigens an diese Schere noch erinnern? Das war meine allererste Schere, die ich mir bei Stampin' Up! Gekauft habe. Und die hatte ich mir so gekennzeichnet, wenn wir mal unterwegs waren. Und mit der arbeite ich immer noch. Also ihr seht, die sind wirklich formstabil. Also ich arbeite nicht nur mit der Schere, mit dieser hier, aber sehr viel. Und ich habe auch sehr lange mit der schon gearbeitet. Die ist ihre 12 Euro wert. Alles ausgeschnitten und jetzt können wir ans Dekorieren gehen. Das ist immer das Schönste. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, dass sich meine Kamera noch nicht ausgeschaltet hat. So, als erstes kommt unser Tortenständer. Ich hoffe, ich werde heute mal gerade. Dann kommt die Torte. Ach so, was ich bei dem Häschen vergessen habe zu kolorieren. Da nehme ich mir mal noch Blütenrosa mit dazu. Das sind hier die Inneren der Lauscher. So. Das ist ein Hasenmädchen heute. Kriegt noch ein Schleifchen dran. Für die Möhren nehme ich mir ein Mini-Dimensional, das passt gerade so dahinter. Wenn nicht, könnt ihr euch das auch ein bisschen zurechtschneiden. Und dann haben wir hier noch unser Frohe Ostern. Das kommt hier so seitlich mit ran und ich glaube, es macht sich wirklich ganz gut, da kommt gleich noch ein Schleifchen dahin, nicht vergessen, wenn das auch in diesem Mangogelb ist. Macht es ein klein wenig stimmiger. Und bringt nicht noch eine zusätzliche Farbe mit rein. Es ist immer manchmal ein bisschen schwierig, wenn man noch eine zusätzliche Farbe dann nochmal mit reinbringt. So, und für die Schleife habe ich hier unsere flüsterweiße Kordel. Und ich glaube, dann habe ich alles, oder? Wie gesagt, war ein bisschen aufwendiger. Plupp. Und dann nehme ich mir wieder einen Glue-Dot, das kennt ihr schon. Und wurschtel mir den so ein bisschen kleiner. Hinter den Knoten. Und fertig ist die Rübli-Torte. Lassen wir heute mal zum Wochenende hin eine etwas aufwendigere Karte, aber es lohnt sich auch. Und ich finde, das Tortenset ist wirklich vielseitig. Wie gesagt, ich hoffe, dass es bald wieder bestellbar ist. Bald, 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 bald. Einige von euch haben es schon, aber ansonsten, es geht auch mit in den Hauptkatalog. Als Bundle wird es aber nur noch bis zum 31.05., nee, bis zum 2.06. verfügbar sein. Meine österliche Idee zum Start ins Wochenende. Morgen kommt ein bisschen ein noch aufwendigeres Projekt. Und bleibt mir nur noch sozusagen, bleibt gesund, bleibt kreativ. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.